hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie die fünfte Dimension für euch sein wird. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 16. November 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr gespannt darauf, was ihr mit den Energien macht, die auf euch einwirken, und wie ihr sie nutzen werdet, um bessere Systeme auf eurer Welt zu erschaffen. Viele von euch, die wach sind, wissen, dass die bestehenden Systeme nicht für alle oder sogar für die meisten Menschen funktionieren, und ihr wollt an der Schaffung neuer Systeme mitwirken, die mit eurem Bewusstseinswandel in Kraft treten werden. Wir möchten, dass ihr versteht, dass ihr als fünfdimensionale Wesen diese Systeme nicht brauchen werdet. Ihr werdet kein Bildungssystem brauchen, weil jeder in der Lage sein wird, Zugang zu dem zu haben, was er will, wann immer er will, unabhängig von seinem Alter und ohne einen Computer oder Internetanschluss. Ihr werdet einfach alles, was ihr herunterzuladen wünscht, direkt in euren höheren Verstand herunterladen. Ihr werdet kein Wirtschaftssystem brauchen, weil ihr sofort manifestieren können werdet. Es wird also keine Notwendigkeit für irgendeine Art von Austausch bestehen. Versucht nicht, das jetzt mit eurem Verstand herauszufinden, denn euer Verstand ist begrenzt und er wird mit Einschränkungen aufwarten. Ihr werdet keine Regierungen brauchen, denn ihr werdet in der Lage sein, euch selbst zu regieren. Ihr werdet keine Grenzen brauchen, und warum solltet ihr dann eine Regierung brauchen? Es wird Frieden herrschen, es wird keinen Krieg geben, es wird keine Handelsabkommen geben, alles wird entsprechend der Schwingung fließen. Alles wird geschehen, als ob Synchronizität die Regel des Tages wäre, und das wird sie auch sein, und ihr werdet erstaunt sein, wie viel ihr als fünfdimensionale Wesen nicht braucht. Deshalb würden wir euch raten, euch mehr darauf zu konzentrieren, fünfdimensionale Wesen zu sein, euch in fünfdimensionale Energien zu erden und zu klären, was ihr von euren Chakren klären müsst, um aufzusteigen, anstatt euch auf eure kaputten Systeme zu konzentrieren und euch darüber zu beschweren, wer was an ihnen ändern muss. Das ist nicht eure Aufgabe. Eure Aufgabe ist es, innerhalb des Selbst zu arbeiten, wo ihr die ganze Macht habt, und innerhalb des Jetzt, wo ihr eine Schwingung anbieten könnt, die sich von der unterscheidet, die ihr im vorherigen Moment angeboten habt. Es muss nicht komplizierter sein als das. Was eure Beziehungen zu Außerirdischen angeht, so werdet ihr das alles im Augenblick herausfinden. Wiederum wird die Schwingung alles diktieren, und so werden diejenigen, die für mehr Kontakt bereit sind, ihn auch bekommen. Diejenigen, die mehr Kontakt wollen, werden ihn bekommen. Diejenigen, die reisen wollen, werden dazu in der Lage sein, unabhängig davon, wohin sie gehen wollen. Versucht nicht, alles jetzt zu regeln, und denkt nicht, dass ihr alles schon vorher wissen müsst, denn das müsst ihr nicht und könnt ihr auch nicht. Was ihr tun könnt, ist, euch um euch selbst zu kümmern und um die Menschen um euch herum, die die Gaben brauchen, die ihr derzeit zu bieten habt. Ihr könnt helfen, das Bewusstseinsniveau auf dem Planeten anzuheben, und ihr müsst euch nicht darum kümmern, was andere tun oder nicht tun. Ihr müsst nicht annehmen, dass irgendjemand anderes in eurer Realität erschafft, denn das tut er nicht. Und ihr könnt ein ermächtigteres Leben führen, während ihr euch weiter Schritt für Schritt in die fünfte Dimension bewegt. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.